Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Gläubige, es geschieht so viel in der Welt, in der Konzilskirche, auch im Bereich der sogenannten Tradition, in der immer schlecht bestellteren, ich möchte fast sagen, ehemaligen Priesterbruderschaft. Da gäbe es so viel in Erinnerung zu rufen, eben was in Welt, Gegenkirche, auch Priesterbruderschaft geschieht. Und trotzdem meinen wir, dass das Wichtigste, um nicht von den Ereignissen dieser Welt gleichsam mitgerissen, überrollt zu werden oder auch übermäßig davon beschäftigt zu sein, obwohl es wirklich, also auch was die weltlichen Dinge anbelangt, wirklich Anlass genug gibt zur Besorgung, sei es nur hier zum Beispiel in Italien ein Gesetz, das man einführen will, also ein Gesetzesvorschlag derweil einmal nur, aber immerhin, dass man also die väterliche Gewalt den Eltern entzieht, die die Kinder nicht impfen lassen, Impfungen, von denen man weiß, dass sie allesamt mit diesen berühmten Schwermetallen versehen sind, die der Impfung gut tun, aber dem Patienten sehr, sehr schlecht tun. Wäre jetzt nicht Zeit und nicht der Ort, darüber zu sprechen. Ich kann nur alle Mütter vor allem einladen, sich sehr eindringlich diesbezüglich zu erkundigen, denn es ist eine sehr, sehr ernste Sache. Dies, wie auch andere Gesetze und Gesetzesvorschläge, die wirklich schon auf die Welt von George Orwell hinweisen. Ja, trotzdem ist es vorrangig, dass wir unseren Geist, unsere Aufmerksamkeit und auch unseren Affekt, unser ganzes Sein eben, in Gott verankern, und das tun wir, indem wir die Lehre der Kirche kniend sozusagen empfangen, die Texte der Heiligen Schrift, zum Beispiel eben diesen wunderschönen Jakobusbrief, den wir auch in diesem fünften Sonntag nach Ostern lesen, beherzigen. Heißt es ja da, seid Ausführer der Wahrheit und nicht nur Hörer. Andererseits würdet ihr euch selber täuschen. Denn wer das Wort nur hört und es nicht in die Tat umsetzt, der gleicht einem, der sich im Spiegel schaut, der sich selber in den Spiegel schaut und nachdem er sich gesehen hat, weggeht und sofort vergisst, wie er war. Aber wer mit Sorgfalt das Gesetz der Vollkommenheit, nämlich der Vollkommenheit der Freiheit, betrachtet und es in die Tat umsetzt, und zwar nicht nur als Hörer, sondern eben auch als Ausführer, in mühsamer Ausführung, dieser wird glücklich sein in seinen Werken. Das ist das Beispiel desjenigen, der sich in den Spiegel schaut und dann sofort vergisst, wie er war, könnte uns vielleicht ein bisschen irreführen, wenn wir es so hören, wie wir es jetzt sagen, weil normalerweise sind wir gewohnt, mittlerweile nicht nur, was die Frau betrifft, sondern auch der Mann ist sehr eitel geworden. Man meint sogar, also ein großer Teil von Parfum konsumieren heute fast mehr Männer als Frauen. Männer sind ungeheuer eitel geworden. Also man würde meinen, dass das sich in den Spiegel schauen eben eher etwas ist, was die eitlen Menschen anbelangt. Und die, nachdem sie sich in den Spiegel geschaut haben, wohl wissen und nicht vergessen, wie sie sind oder vor allem, wie sie nicht sind und vor allem,
wo der kleinste und geringste Defekt ist, der mit ein bisschen Schminke und mit ein bisschen irgendetwas zu übertunken ist. Aber eben, wenn wir Kirchenväter lesen, dann weisen die uns darauf hin, dass in diesem Beispiel genau das Gegenteil gemeint hat. Hier sagt er nämlich im Text, derjenige, der sein ursprüngliches Gesicht, das heißt sein nicht gepflegtes Gesicht, das heißt sein nicht durch viel Anwendung von Mühe rasiert für den Mann, geschminkt für die Frau, was weiß ich alles, betrachtet. Das heißt, derjenige, der eben so wie der alte Professor, der ein bisschen zerstreut ist und dann zur Ergötzung seiner Schüler halb rasiert oder schlecht rasiert in die Stunde kommt, der ist gemeint, der eben nur flüchtig sich in den Spiegel schaut und halb bis schlecht pflegt und dann überhaupt vergisst, dass er ja einen Teil seines Bartes nicht rasiert hat und noch Seife hinter den Ohren hat, was immer. Und so mit diesem wird derjenige verglichen, der zwar das Wort Gottes hört und somit es auch weiß, genauso wie der Professor weiß, ja, ich habe mich ja rasiert heute früh. Ja, aber schauen Sie sich doch an, Sie sind ja gut, aber ich habe mich rasiert. So ist derjenige, der das Wort Gottes hört und nicht in die Tat umsetzt, derjenige, den man befragt und der weiß über die Wahrheit Bescheid. Und dann setzt er sich doch nicht in die Tat um, weil er eben nur ein flüchtiger Hörer ist. Natürlich, als flüchtiger Hörer vergisst er, genauso wie der zerstreute Professor darauf vergisst, dass er in den Mundwinkeln noch einen Zentimeter lang den Bart drin hat, genauso vergisst der oberflächliche, flüchtige Christ die Gebote. Obwohl er sie eigentlich irgendwie weiß und trotzdem vergisst er sie. Von jenem vergessen, das darin besteht, dass ich es eben dann nicht umsetze, wenn die Gelegenheit und der Umstand es gebieten. Ein schreckliches Drama ist das. Und wohl die Fotografie des heutigen Katholizismus, aber wir müssen leider Gottes auch sagen, größtenteils des Traditionalismus. Traditionalisten, die zum Beispiel gestern in Rom für das Leben marschiert sind. Das klingt ja wunderbar. Ist ja auch richtig, also auf die Straße zu gehen, um für das Leben zu bekunden und gegen die lebensfeindlichen Gesetze alle zu demonstrieren. Aber auf welchem Prinzip, auf welchem Fundament, wenn man sie fragt? Dann werden sie antworten, naja, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie ist es ja erlaubt, dass man den Dissens manifestiert und wir sind gegen das Abtreibungsgesetz und möchten dahin arbeiten, dass ein Gesetz eingeführt wird, ja, sogar vielleicht, dass die Abtreibung verbietet und ein Gesetz, das vielleicht, das ist überhaupt nicht mehr ein Gedanke, Ehescheidung verbietet, also das daran denken, die gestern auf der Straße waren ja überhaupt nicht, und, aber Euthanasie, ja, und gegen die perversen Ehen, gleichgeschlechtlichen auch. Aber daran gewöhnt man sich dann sehr schnell. In 5 Jahren gehen die dann dieselben auf die Straße, denken gar nicht mehr an homosexuellen Ehe, aber gehen dann auf die Straße, weil sie protestieren, dass man mit einer Katze sich verheiraten kann und ehelichen Verkehr haben kann mit den Tieren. Da werden sie dann auf die Straße gehen und protestieren, das geht ja überhaupt nicht, da müssen wir ein besseres Gesetz finden. Und dabei überhaupt nicht merken, dass sie an der Nase herumgeführt werden. Prinzipiell. Denn dieses Protestieren und dieses Hoffen
auf eine Veränderung der Gesetze, das ist eitel. Denn das Prinzip der modernen Gesetze sieht ja die Gesetze vor, die gegen die Natur sind, auch wenn sie noch nicht vorgeschlagen, gewählt und verabschiedet wurden. Natürlich, diejenigen, die gestern marschiert haben, werden sagen, ja, dass man so mit einer Katze heiraten kann und dann auch noch es mit den Tieren treiben kann, das ja, so weit kommen wir ja gar nicht. So weit kommen wir gar nicht. Als sie vor Jahrzehnten unter Umständen gegen die Ehescheidung protestiert haben, haben sie auch nicht gedacht, dass man heute so weit kommt, dass die Homo-Ehe legalisiert wird. Warum haben sie das nicht gedacht? Weil sie gemeint haben, dass das nicht möglich ist. Nur leider Gottes, die Kapazität der Perversion und der Bosheit ist leider Gottes unsererseits unbegrenzt, wenn nicht Gott ihr eine Grenze setzt. Und somit ist so eine Protestaktion so verständlich, aber eitel. Weil das, wogegen man protestieren muss, ist nicht so sehr das Gesetz, sondern das Prinzip des Gesetzes. Und das sind die Menschenrechte. Und da müsste ich ja jeden Sonntag auf der Straße sein, und zwar die gesamte Christenheit, dass nicht protestierend, dass Kinder abgetrieben wurden, sondern dass Gott als Bezugspunkt der Konstitutionen, der Verfassungen abgetrieben wurde aus der Gesellschaft. Mit den mörderischen Menschenrechten, von denen Pius VI. Ja sagt, klar und deutlich, sie sind ein Monstrum und gegen alle Rechte Gottes. Ja, natürlich. Es ist himmelschreiend, die Abtreibung. Himmelschreiend, die sexuelle Perversität. Aber wir sprechen vom 5. und 6. Gebot. Und alle diese Protestanten, die dagegen protestieren, haben vollständig vergessen auf das 1. Gebot, das viel dringlicher ist. Und wir haben vergessen auf diejenigen, die mit Andreas Hofer, mit Gabel und Sense sich gewehrt haben gegen diese Prinzipienänderung, dass eben Gott und der katholische Glaube als Bezugspunkt für das gesellschaftliche Leben entfernt wurde. Und deshalb, weil dieser moderne Katholizismus, wie der alte, zerstreute Professor aufs Rasieren vergisst und halb rasiert, schlecht rasiert, unter Umständen noch mit dem Bartschaum auf der Wange auf die Straße läuft und lächerlich wird. Darum die Notwendigkeit, uns in Gott zu verankern und dann das Richtige von Gott erbeten. Was ihr in meinem Namen erbeten wird, sagt das Evangelium, werdet ihr erhalten. Aber mein Name ist nicht ein Mantra des Yogas oder der fernöstlichen teuflischen Religionen. Mein Name, der Name Jesu, ist also nicht ein Zauberwort, sondern ist ein Name, der eine bestimmte Person bezeichnet, in die wir einverleibt wurden durch die Taufe und Kraft derer und des Geistes, den er uns sendet, mittels der heiligmachenden Gnaden, wir tatsächlich wirken können und ohne ihn können wir nicht wirken. Darum müssen wir seinen Namen nennen und werden alles erhalten, was wir in seinem Namen. Aber was alles? Das, was uns, wie das Evangelium selber sagt, vollständig glücklich macht. Aber was macht uns vollständig glücklich? Eine Gesetzesverabschiedung im Parlament, wo die Abtreibung so regelt, dass dann der Beratungsschein ja unterschrieben werden muss und wofür vielleicht dann hunderttausende Katholiken beten,
im Namen Jesu, dass das geschieht. Und das sicher nicht. Das, was wir im Namen Jesu beten, das ist das, was für unser Heil gut ist. Und nicht für den Erhalt einer gotteslästerlichen, gegen den allmächtigen, aufständischen europäischen Verfassung. Darum auch so notwendig im Herzen, im Kopf und im Leben die Gnade bitten, dass wir so weit kommen, dass wir Gott an erste Stelle stellen und nicht den Karren vor die Ochsen spannen in unserem täglichen, vielleicht auch sehr engagierten kirchlichen, religiösen oder auch politischen Wirken. Ja, bitten wir somit darum, dass wir so wie die eitle Frau, die so viel Zeit zubringt, das Haar, das Gesicht, die Augen zu richten, zu schminken und alles Mögliche. Und da sind leicht möglicherweise 20 Minuten dahin, alles sind zusammen. Und die Nägel, dass wir diese Zeit und mit der gleichen fast atemabbrechenden Konzentration und Hingabe unseren Katechismus studieren, unser Gewissen erforschen. Ob wir wohl unsere Zunge in Zaum gehalten haben, wie dann der heilige Jakobus fortfährt. Ob wir wohl das gehörte Wort umgesetzt haben oder nicht. Das ist Gewissenserforschung. Da werden wir sehen, wenn wir alle beschäftigt sein, sehr beschäftigt. Und da diese Beschäftigung verankert uns auch, so wie der an einer Sache Interessierte, der Begeisterte, auf einmal nur mehr von dieser Sache denkt und überall hingeht und nur an die Sache denkt, der vom, was weiß ich, Modellflugzeugbau Besessene, der geht durch die Straße und während der Arbeit immer denkt er an sein Flugmodell, das er fertig machen muss. So ist derjenige, der wirklich in Gott lebt, immer beschäftigt darum, in Gottes Gegenwart zu leben, ihm zu dienen, immer dabei darauf bedacht sein, Gewissen ständig zu erforschen, ob er wohl nicht flüchtig einmal auch wo gelogen, gestohlen hat, was immer. Und dann von diesem Zustand aus, auch inneren Zustand aus, dann können wir die Gnade erbitten, ähnlich unserem göttlichen Meister auf die Welt zu schauen, auf selbst die Konzilskirche zu schauen, auf die Raufereien oder Streitigkeiten mittlerweile in dem, was einmal die Priesterbruderschaft zu schauen, die da in St. Nikolaus halberts rausgehen, halberts drin bleiben, Rosenkranz beten, den Priester unterbrechen bei der Predigt, sind eigentlich sehr, 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 sehr traurige, sehr, sehr furchtbar traurige Sachen. Und dann auch über die Welt und über die Gegenkirche und das, was übrig bleibt von einer ehemaligen Tradition, dass wir darüber dann so weinen, wie Jesus Christus über Jerusalem geweint hat. Und aus dieser liebenden Haltung heraus dann auch fähig sind, ohne Streitsucht, ohne Rechthaberei, aber dann auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen oder sie daran zu erinnern. Ohne dass sie dies jetzt tun zu wollen, weil wir uns eben darauf fokalisieren wollen, am heutigen Sonntag unser Augenmerk eben auf das ewige Gesetz der Freiheit zu richten, so wie eben mit der gleichen Intensität und der gleichen Begeisterung wie der Eitle seine Gesichtsfalten pflegt, so wollen wir auch, dass die geringste Unvollkommenheit Gott gegenüber beseitigen und bitten dazu die Allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns die Gnade
vermitteln möge, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.